Die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra bekommt heute als erste Kommune in Sachsen-Anhalt das Zertifikat für das kommunale Energiemanagementsystem. Es wird übergeben durch den Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, Professor Dr. Armin Willingmann. Herr Willingmann, Kommunen haben viele Aufgaben. Warum ist gerade das Thema Klimaschutz und Energie so wichtig? Nun, in der Tat, Herr Mühlstein, Sie haben völlig recht, Kommunen haben viele Aufgaben und es gibt immer wieder auch die große Frage, wie finanzieren Sie die eigentlich? Aber Klimaschutz, das ist nun wirklich das Thema unserer Zeit. Das wissen wir von unseren Kindern, das wissen wir aus den aktuellen Klimaereignissen. Diese Tage zeigen mehr als deutlich, dass die Klimawende dringend erreicht werden muss. Das Zweite ist aber auch, dass wir auch angesichts der galoppierenden Energiepreise an den Kommunen sozusagen den Keimzellen unserer staatlichen Ordnung dazu beitragen sollen, dass man sich der Energiepolitik, auch des Energieeinsparens bewusst wird. Das sind unmittelbare Klimaschutzmaßnahmen und deshalb ein schönes Signal hier in Helbra, dass die Gemeinde sich auf den Weg gemacht hat und ihr Verbandsgemeindebürgermeister an der Spitze steht. Das kommunale Energiemanagement wird ja mittlerweile durch 32 Kommunen in Sachsen-Anhalt genutzt. Herr Minister, würden Sie generell den Kommunen mit Blick auch in den Koalitionsvertrag empfehlen, das kommunale Energiemanagement in Ihren Kommunen jeweils einzusetzen, umzusetzen? Das kann man nur uneingeschränkt tun, mit Blick auf unseren Koalitionsvertrag, aber auch mit Blick auf die allgemeine politische Entwicklung. Wir wissen alle, dass Klimaschutz, dass vernünftige Energiepolitik zu den Geboten unserer Zeit gehört. Dass es schon 32 Gemeinden in Sachsen-Anhalt sind, ist ein schöner Erfolg, auch ein schöner Erfolg der Landesenergieagentur. Aber es dürfen noch mehr werden. Und wo immer wir es können, werden wir es auch aus dem Energieministerium heraus unterstützen. Ganz herzlichen Dank.